Herzlich willkommen zu Reizhorn Flo. Wir sind hier in Rom stehen geblieben. Hier sehen wir auch die Arena von Rom. Ja, Leute, mal schauen, wie das weitergeht. In der letzten Folge haben wir gesehen, dass wir Miraculous sind. Ja. Ich weiß gar nicht, wohin wir hin müssen. Kann ich da nochmal hoch? Ja. Erreiche die Villa deiner Familie. Ich wusste gar nicht, wo das sein soll. Wo könnte das sein? Hier runterspringen geht's ja nicht. Er klettert auf jeden Fall nicht rüber. Tja, ich habe keinen Plan. Wahrscheinlich müssen wir doch in die Richtung. Wir müssen hier entlang. Geht's hier nicht weiter? Wer es findet, dem gehört's. Ach, da drüben müssen wir hin. Gut, ich hab's gefunden. Ja gut, Leute. Prätorianer, was haben wir denn hier? Einen tapferen Helden? Einen kampferfahrenen Veteranen? Die Schwerter weg oder ich werde euch auf der Stelle töten. Auf ihn! Lass mich nicht so mit dir reden! Erledige ihn! Los! Mach schon! Ja, so ist recht! Erteil dem Scheißkerl eine Lektion! Was ist der tot? Ist der? Töte den Mistkerl! So, Finisher. So, zack, zack, zack. Du hast sie ermordet. Ich hole Verstärkung. So, der holt Verstärkung. Hm?
Wir sind auch bei unserem Haus angekommen. Ein Legionär hat Atticus und Janus ermordet. Da ist jemand drin. Ihr zwei, seht mal nach. Nichts. Zurück auf eure Posten. Ja, Herr. Ja, sehr gut versteckt. Ich muss runter von der Straße, wenn ich Ärger vermeiden will. Aufschwärmen! Hier treibt sich ein Abtrünniger herum. Wir müssen ihn finden. Du! Morgen der Abschaum! Kommt schon, Jungs! Die Waffen runter! Oh Mann! Ich hatte ja kaum Leben noch und deswegen bin ich gestorben. Aufschwärmen! Hier treibt sich ein Abtrünniger herum. Wir müssen ihn... Du! Morgen der Abschaum! Dreieck. Und das war's auch schon. Und die Kehle aufgeschlitzt. Nochmal die Kehle aufgeschlitzt und das war's, Leute. Jetzt habe ich die vernichtet. So Leute, vernichten wir die mal. So, vernichtet würde ich mal sagen. Vernichtet. Zu viel Leben verloren wieder. Ja.
Oh Mann, schon wieder kein Leben abbekomme. Wir werden bald wieder sterben. Wie viele noch? So etwa 100. Oben an der Via Augusti hat jemand Neros Gesicht auf einen Pferdearsch gemalt. Keine gute Idee. Kollektivstrafe. Wir richten die ganze Straße hin. Fotoalbum haben wir freigeschaltet. Jetzt sind wir bei unserem Haus angekommen. Wer wird uns helfen? Es gibt kein sauberes Wasser. Keine sanitären Anlagen, keine Unterkunft. Und Essen, welches Essen? Ich muss darum betteln. Hast du dich verirrt? Nein, ich bin daheim. Nicht wie du es in Erinnerung... Wir erinnern uns zurück an ein Flashback. Das traurige Ende der Familie. Wie du siehst, Marius, erwarten uns unsere größten Feinde nicht immer in fernen Landen. Wer bist du? Warum ist das geschehen? Mein Vater war ein Held Roms. Dein Vater war ein großer General und ein beliebter Senator. Zu beliebt vielleicht. Der Kaiser ist ein neidischer Mann. Ein kleinlicher Mann. Dein Vater lebte, um Rom zu dienen. Kaiser Nero dient nur sich selbst. Schönes Outfit. Er trachtet nach Macht um ihrer selbst willen. Er hält sich für einen Gott. Ein kalter Wind aus dem Norden hat dem Kaiser giftige Worte eingeflüstert. Dein Vater und andere Männer wie er wollten Rom an das Volk zurückgeben. Also ließ der Kaiser sie ermorden. Schließlich ist es das, was Kaiser tun. Die Beute seiner Gier wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt, Basilius und Commodus. Er überhäufte sie mit Macht und Verantwortung, derer sie nicht würdig waren. Rom lässt seine Kinder im Stich, Marius. Du bist ein wichtiger Stein im Spiel der Menschheit. Und musst, wie wir alle, deine Rolle spielen. Damokles, Geist der Rache. Das Schicksal des Reichs liegt in deinen Händen. Rette Rom. Rette Rom vor ihnen. Ja, wir werden Rom retten. Oh.
Wie hieß die Statue nochmal? Finden wir nicht mehr. Ich brauchte Zugang zum Turnier des Kaisers. Nur ein Mann konnte mir den gewähren. Also suchte ich ihn auf. Damokles? Ich komme wegen des Turniers. Ah! Ein Gladiator? Diese mythische Rüstung ist eine nette Geste. Du hast mir ganz schön... Nur die geschicktesten Kämpfer dürfen am Turnier teilnehmen. Schauen wir mal, ob du so gut kämpfst. Natürlich kämpfe ich so gut. Ich verstehe nicht, wieso wir am Turnier teilnehmen. Hinrichtungen, bitte. Falls ihr mit den Regeln nicht vertraut seid. Angriffe von hinten, Tiefschläge, Augen ausstechen, vergiftete Klingen. Tut all das, mir soll's egal sein. Tötet oder werdet getötet. Hauptsache, es ist ein Spektakel. Und ich bitte euch, unterhaltet mich. Eine fantastische Hinrichtung! Jetzt kämpfen wir mit dem Deutsch, statt mit dem Schwert. Rückenaufschlitzer-Jan. Kami meine ich. Rückenaufschlitzer-Kami. Meine Güte. Das ist unerwartet. Ich glaube, mein Bruder Commodus hat einen Herausforderer. Bravo! Das wird ja immer besser. Zum nächsten Akt. Ein wahrer Held der Arena aus dem fernen Batavia. Justinius! Pass auf dich auf. Der Kerl meint ernst. So, nochmal vernichtet. Jetzt kommt der Held dran. Du, mein Freund, hast Potenzial. Du bist fantastisch. Verleihen wir der Sache etwas Würze. Für die nächste Vorstellung begrüßen wir zwei Streiter. Romulus und Remus, die karthagischen Totschläger. Machen wir es dir mal nicht zu leicht, Damokles. Zeit für die Aufspießer! Ich muss mich mal konzentrieren.
Nein! Vielleicht drücke ich L1 davor. Nur einer übrig bleiben würde. Mensch, ist das schwer. Schild davon, oder? Ah, das wird stressig, Leute. So, diesmal gewinne ich auf jeden Fall. Ich habe ihn doch hingerichtet. Wahrscheinlich muss ich ihn mit dem Damoklesschwert hinrichten. Es muss ja unbedingt schwer sein, ne? Wenn es einfach gehen könnte. Wieso müssen wir einen schweren Weg gehen? Oh Mann, Leute, ist es schwer. Mensch, mir geht es so richtig auf die Eier, die Mission. Okay, ich versuch's mal mit Timing zu blocken. Come on.
Leute, ich gib's auf. Das Spiel ist mir zu schwierig. Zeitstrahl. Wie wir sehen, sind wir beim Kapitel 7 von 8 Kapiteln insgesamt. Naja, werden wir das Spiel wohl nicht zu Ende spielen können, weil es zu schwer ist. Ja, was ist, wenn ich auf Hilfe drücke? Ah, okay, dann öffnet sich Steam. Das wollte ich nicht. Okay, Leute, das war's für die Folge. Es tut mir leid, dass ich nicht weiterkommen kann. Es ist halt mir ein bisschen zu schwierig. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt eine Stunde dran sitzen würde, würde ich trotzdem nicht weiter vorankommen. Weil ich nicht weiß, wie ich die abweichen soll, ausweichen soll. Sowohl dieses Springen zur Seite weicht nicht genau genug aus, wie auch das Ausweichen an sich, das Parieren an sich hilft da auch nicht. Deswegen bin ich überfragt. Aber ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffentlich sieht man sich in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Tschüss.